Hallihallo Freunde, wir sind wieder in Deutschland, haben im letzten Video darauf aufmerksam gemacht, dass ihr gerne nochmal ein paar Fragen stellen könnt, weil wir einfach gerne mal nochmal wieder so ein Q&A machen wollten, also Fragen-Antworten-Video. Und das wird heute geschehen. Nicht nur bei YouTube haben wir Fragen rausgesucht, sondern auch bei Instagram. So ein bisschen haben wir natürlich gefiltert, das heißt, wenn eure Frage hier nicht vorkommt, versuchen wir sie irgendwie im Zusammenhang mit einer anderen Frage zu beantworten. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass ihr hier aufgeklärt werdet. Und falls ihr noch Fragen habt danach, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann beantworten wir das auf jeden Fall noch schriftlich nachträglich. Als allererstes geht es um Zuhause. Wie ist es für euch, nach so langer Zeit auf Reisen wieder zu Hause zu sein? Hier gibt es so kleine Unterschiede zwischen Julie und mir, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und zwar ist es ja so, dass Julie einfach nach der Zeit schon ein bisschen Heimweh bekommen hat, beziehungsweise Familienweh mehr oder weniger. Und auch gerne nach Hause wollte. So, für mich war das kein Punkt, der für mich irgendwie eine Rolle gespielt hat, zumindest nach der Zeit, wo wir jetzt weg waren. Allerdings ist es ja so, dass wir das auch schon angedeutet haben, Fridolin muss jetzt im März zum TÜV und das wollen wir auch gerne wahrnehmen. Das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich einfach gerne machen. Klar, im Ausland muss man das nicht, aber das passte einfach voll zusammen, dass Julie gesagt hat, das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo ich gerne nach Deutschland möchte. Das passte dann auch mit dem LT. Und ja, wir werden einfach mal schauen. Vielleicht geht es ja in der Zukunft doch nochmal irgendwann los. Man weiß es nicht. Also da wollen wir uns auch überhaupt nicht festlegen. Bleibt einfach dran und schaut euch gerne weiter auf dem Kanal um. Jetzt geht es um unsere kleine Maus hier. Und zwar um Nala, die wir ja aus Griechenland mitgenommen haben. Und die Frage ist, wie groß ist Nala jetzt? Ja, Nala ist jetzt 57 cm hoch, gemessen an der Schulter. Ja, kurz nachdem wir sie bekommen hatten, war sie 42 cm, also hat sie einen großen Schub gemacht. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt so bleibt, weil diese Größe ist jetzt perfekt für diesen Van. Und ja, größer wird jetzt schwierig. Außerdem wurden wir gefragt, was Nala für eine Rasse ist. Das können wir natürlich nicht sagen, weil sie ein Straßenhund ist und da wahrscheinlich viele Rassen mit im Spiel sind. Wir nennen sie einen griechischen Allerlei. Man könnte natürlich noch einen Bluttest machen, wo man die Rasse rausfinden könnte, aber das ist uns nicht so wichtig. Wir haben auch noch einen Test mit der App gemacht, da kamen auch einige Arten bei raus. Ob das nun wirklich so stimmt, wissen wir natürlich nicht. In der folgenden Frage geht es um ein sehr beliebtes Thema und zwar sagt das ja auch unser YouTube-Kanal aus und zwar VW T4 Oscar. Unser VW T4, den wir ja hier in Deutschland noch haben und den wir vorher sehr, sehr stark betrieben haben, und den ich ja auch sehr, sehr krass umgebaut habe, was das angeht. Wie geht es weiter mit Oscar? Ob noch Videos kommen und so weiter und so fort. Und zwar ist es so, natürlich existiert Oscar noch. Oscar ist hier in Deutschland geblieben. Oscar hat jetzt auch gerade frisch TÜV bekommen. Da hat sich tatsächlich mein Papa drum gekümmert. Das war auch sehr, sehr angenehm, weil er gesagt hat, er möchte einfach gerne, dass, wenn ich nach Hause komme, ich nicht noch ein Projekt an der Hand habe, sondern es geht ja darum, diesen LT jetzt sozusagen fertig zu machen, dass wir auch hier weiter drin leben können. Und da hätte das Ganze nicht so richtig reingespielt. Oscar wird in der Zukunft auch definitiv noch mein Alltagsfahrzeug bleiben. Das heißt, er hat jetzt frisch TÜV bekommen, wird auch angemeldet, sobald ich wieder arbeiten gehe. Und wird dann definitiv weiter genutzt. Und zu den Videos zu sagen, ja, es ist einiges geplant. Und ich hatte auch schon vor der Reise, habe ich schon Sachen geplant, die ich gerne noch machen möchte und umsetzen möchte. Allerdings war ja die ganze Reise jetzt einfach dazwischen und auch eben der LT hatte ja ein paar Probleme, bevor wir losgefahren sind. Und jetzt muss auch erstmal alles organisiert werden, dass wir hier wieder normal ins Leben reinkommen und auch in diesem Auto hier leben können. Deswegen wird das noch eine Weile dauern mit den Videos. Aber ja, ich bin ziemlich sicher, da wird noch was kommen. Jetzt geht es um die Sehenswürdigkeiten, die wir so begutachtet haben, beziehungsweise die wir besucht haben. Wie informiert ihr euch über Sehenswürdigkeiten? Also wir haben uns gar nicht so viele Gedanken gemacht über Sehenswürdigkeiten. Ich wurde ein bisschen geinfluenced. Auf Instagram habe ich verschiedene Leute gesehen, die an verschiedenen Orten waren und habe mir diese markiert, wo ich dann auch gerne hin möchte. In Griechenland habe ich mir Reiseblogs durchgelesen und Bilder angeguckt zu den verschiedenen Orten, wo sie waren und auch diese aufgeschrieben und markiert und da haben wir dann unsere Route nach ausgerichtet.
Jetzt geht es um Thema Wetter. Wie war der Kontrast Wärme-Wetter von Griechenland zu Deutschland? Also ihr könnt es, glaube ich, vielleicht sogar sehen. Wir stehen jetzt gerade hier in Deutschland und es regnet draußen. Es ist natürlich nicht so schön. Allerdings muss man sagen, wir sind zu einem sehr passenden Zeitpunkt von Griechenland nach Deutschland gefahren. Weil auch in Griechenland waren die Temperaturen nicht gerade hoch, also keine 20 Grad oder so. Und hier in Deutschland war es halt gerade der Kipppunkt vom Winter hin zum Frühling, beziehungsweise die Temperaturen waren sehr, sehr ähnlich. Allerdings muss man dazu sagen, in Griechenland stand man halt überwiegend am Meer. Die Sonne hat eigentlich täglich geschienen, wenn es denn nur ein paar Stunden war. Und dadurch hatte man natürlich ein ganz anderes Feeling so. Aber wie gesagt, der Umstieg war nicht so gigantisch. Aber mal schauen, was die Zukunft jetzt gibt. Und in Deutschland sollte das Wetter ja jetzt demnächst auch mal ein bisschen anziehen. Jetzt kommt eine Frage von einer Freundin von uns. Und zwar fragt sie, wann sehe ich euch endlich wieder und lerne Nala kennen? Wir hoffen natürlich, dass wir dich so schnell wie möglich wiedersehen können. Da wir ja noch an ein paar Projekten dran sind, melden wir uns auf jeden Fall, wenn wir wieder zurück in der Heimat sind. Und du kannst uns dann jederzeit gerne besuchen kommen. Das nächste große Thema bei uns ist Campingplatz. Dazu die Frage, wenn ihr auf dem Campingplatz zieht, dürft ihr das als Erstwohnsitz melden? Ja, wenn ihr fleißig dabei gewesen seid, dann wisst ihr schon, dass wir weiterhin in diesem Fahrzeug leben werden. Das Ganze versuchen wir auf einem Campingplatz umzusetzen, einfach weil wir der Meinung sind, das wird besser funktionieren im Berufsleben und natürlich mit weiteren Fahrzeugen, die wir haben, um an die Arbeitsstätte zu kommen. Jetzt zum Erstwohnsitz. Nein, dieser Campingplatz ist nicht dafür geeignet, es als Erstwohnsitz zu nutzen. Also das heißt, wir haben eine Meldeadresse bei meinen Eltern, so wie es auch die ganze Reise über war. Das heißt, wir haben unseren Erstwohnsitz bei meinen Eltern. Eine weitere Frage zum Campingplatz. Wie sieht es mit dem Projekt Campingplatz aus? Das Projekt ist natürlich auch im Gange. An erster Position ist jetzt natürlich erstmal Fridolin, damit wir darin wohnen können. Weiter geht es dann natürlich auch im Projekt Campingplatz, aber das werdet ihr auf jeden Fall in den folgenden Videos dann sehen. Eine weitere Frage zur Europareise. Auslandskrankenversicherung und gesetzliche Krankenversicherung. So eine richtige Frage war das nicht, aber wir haben das so interpretiert, wie wir das Ganze gestaltet haben. Und zwar ist es so, wir hatten über 12 Monate eine Auslandskrankenversicherung über die Hanse Merkur. Das Ganze wurde uns einfach von ein paar Leuten empfohlen und das Ganze hat auch relativ gut funktioniert. Kleiner Tipp von uns einfach nochmal, was die gesetzliche Krankenversicherung angeht. Also ihr könnt in Deutschland eure Krankenversicherung pausieren. Das heißt, ihr ruft oder ihr schreibt einen Brief oder sowas zu eurer Krankenversicherung und sagt, pass auf, ich bin jetzt 12 Monate bei einer Auslandskrankenversicherung versichert, bin in der Zeit auch natürlich im Ausland. Und wenn die das Ähnliche abdeckt wie eure normale gesetzliche Krankenversicherung, dann könnt ihr ohne Probleme eure Krankenversicherung in Deutschland auch pausieren. Lasst euch da auch nicht abspeisen. Wir hatten so ein ganz bisschen Probleme mit Julies Krankenversicherung, aber nach 1-2 Telefonaten mit denen war das dann auch kein Thema, sozusagen die Krankenversicherung auch zu pausieren. Wenn ihr dann wiederkommt, dann ist es einfach so, dann ruft ihr wieder an bei der Krankenversicherung, sagt, ja, wir sind wieder im Lande und möchten natürlich dann auch wieder die Versicherung aufnehmen und könnt dann euch ganz normal in Deutschland wieder weiter krankenversichern. Das war alles eigentlich kein Problem. Wie gesagt, lasst euch da einfach nur nicht irgendwie unterkriegen oder irgendwie irgendwas erzählen von den Krankenversicherungen. Das nur so als kleiner Tipp von uns. Zum Thema Jobs, was macht ihr jetzt beruflich? Bisher machen wir noch nichts wieder beruflich. Nino fängt wieder an zu arbeiten bzw. sucht sich einen Job, wenn wir das ganze Projekt Fridolin abgeschlossen haben. Das hat jetzt erstmal erste Priorität, weil das alles neben der Arbeit noch zu machen wäre, ja, würde sich einfach so hinziehen, das wollten wir halt vorher abschließen. Und ja, ich werde wahrscheinlich bei meinem alten Arbeitgeber wieder anfangen, mache das jetzt erstmal noch als Freelancer, aber ja, in Zukunft werde ich da wieder angestellt sein. Genau, nochmal so als kleine Info, falls es jemand noch nicht weiß, Julie ist Grafikdesignerin, arbeitet in dem Bereich und ich habe Elektriker gelernt und habe dann auch noch studiert, das heißt, ich bin Elektroingenieur im Bereich der Automation. Und zusätzlich werde ich natürlich in der Zukunft definitiv trotzdem YouTube weitermachen. Für mich ist das natürlich irgendwie gar kein Beruf oder so. Aber trotzdem für die Leute, die natürlich jetzt denken, so ja, aber du machst ja YouTube Vollzeit, ist das gar keine Option für mich, weil das einfach überhaupt gar kein Geld einspielt, dass sich das in irgendeiner Form rentiert. Ich mache das Ganze aus Spaß und aus Leidenschaft.
Falls da irgendwas sich mal entwickelt, wäre das natürlich schön. Aber auf der anderen Seite macht man das einfach als Hobby. Jetzt geht es um ein größeres Thema, und zwar Eigentum. Wollt ihr auch irgendwann mal ein Haus kaufen? Es ist natürlich so, dass man sich schon Gedanken macht darüber, wie die Zukunft aussehen wird. Und weil wir ja dieses Vanlife jetzt mittlerweile wirklich gelebt haben oder auch leben weiterhin, ist die Frage sehr interessant. Aber natürlich schwirrt in den Köpfen, dass man irgendwann sich Eigentum... Nano wollte auch mal was sagen. Ne? Schlecht geträumt wahrscheinlich gerade. Ja. Aber natürlich schwirrt irgendwo in den Köpfen rum, dass man sich Eigentum anschafft und wenn man mal Familie gründet, beziehungsweise was auch definitiv in Planung ist, dass man dann in irgendeiner Form sich Eigentum anschafft. Was genau es wird, ob man jetzt neu baut oder sich irgendwie was Altes kauft oder wie auch immer, das wird sich einfach in der Zukunft zeigen. Da sind wir auch viel zu sprunghaft, dass wir jetzt sagen, so und so wird's. Aber auch das werdet ihr, wenn YouTube weiterläuft, definitiv mitbekommen. Und hoffe ich auch, dass ihr dann da weiter am Start seid. Ein weiteres interessantes Thema, was auch, wo ich die Frage auch sehr cool finde eigentlich, ist Thema Volkswagen. Wieso ist es eigentlich der ET geworden und nicht Fiat ETC? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Und wahrscheinlich hätte jeder in irgendeiner Form irgendwas anderes genommen. Aber es ist einfach so, dass ich ziemlicher Volkswagen-Fetischist bin. Einfach mein erstes Fahrzeug war ein VW Golf 4. War ich sehr, sehr zufrieden mit. Man konnte alles selber machen an dem Wagen. Dann kam eben der VW T4. Ebenfalls einfache Technik. Man konnte alles selber machen. Und aus dem Grund haben wir einfach dann ja für die Reise etwas Größeres gesucht. Und eigentlich war es geplant, ein VW LT zweite Generation zu kaufen. Und ja, dann war es eben so, dass wir auf eBay Kleinanzeigen gesucht haben, beziehungsweise auch mobile natürlich. Und dann ist der irgendwie aufgeploppt hier und da bin ich hingefahren. Der war so günstig im Einkaufspreis. Und ja, dann wurde es einfach der. Und Volkswagen ist einfach für mich eine Marke, beziehungsweise ein Unternehmen, wie auch immer, was einfach funktioniert und ja, wo ich auch selber dran arbeiten kann. Und das ist wahrscheinlich so wie Apple oder Samsung zu benutzen, ist halt immer eine Glaubensfrage so ein bisschen. Aber ich glaube so ein bisschen an VW. Als nächstes Thema geht es um unseren Wohnort. Und zwar sind wir ja eigentlich flexibel mit dem Fahrzeug. Aber die Frage ist, ihr seid Hamburger, wo wohnt ihr, welche Ecke oder geheim? Also wir sind direkt keine Hamburger. Wir kommen aus Schleswig-Holstein. Und in den Videos seht ihr ja immer unser Kennzeichen. Und wir haben den Kreis OD. Und in diesem Kreis bewegen wir uns auch. Aber den genauen Ort, den behalten wir lieber geheim. Ja, das ist auch nicht böse gemeint, aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dann versuchen wir das einfach so ein bisschen niedrig zu halten und nicht, dass da jemand doch mal vorbeischaut. Falls ihr das gerne machen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben und dann kann man sich gerne treffen. Also damit haben wir überhaupt gar keine Probleme. Jetzt kommt es zum leidigen Thema TÜV. Habt ihr die HU bekommen? Tatsächlich waren wir mit Fridolin jetzt schon beim TÜV. Wir haben die Hauptuntersuchung machen lassen, wir haben die Abgasuntersuchung machen lassen und wir haben auch auf H prüfen lassen, das heißt, ob wir ein Oldtimer-Kennzeichen bekommen würden. Und zwar ist es so, 40 Jahre altes Fahrzeug, 40 Jahre hinterlassen auch einige Spuren und wir haben den TÜV natürlich nicht bestanden. Alles weitere dazu werdet ihr in den folgenden Videos auf jeden Fall sehen, weil das wird wieder fleißig dokumentiert und was genau da jetzt fehlt und nicht funktioniert hat, das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Also, Kanal abonnieren und dranbleiben. Zu guter Letzt kommen wir zum Thema Kosten der Europareise. Wie viele Kilometer seid ihr auf der Reise gefahren und was hat die Reise gekostet? Wir haben ein super Navi, das hat mitgezählt und wir sind um und bei 12.000 Kilometer gefahren. Und auch unsere Kosten haben wir eine Liste geführt und sind da bei 8.100 Euro für die 9 Monate, die wir unterwegs waren. Wir hatten vorher geplant, so mit 1.000 Euro pro Monat, also sind wir genau im Rahmen. Sogar noch ein bisschen besser. Genau, dazu muss man auch ganz klar sagen, wir haben wirklich versucht, jeden Pfennig mit aufzuschreiben. Es kann natürlich mal sein, dass ein
vom Bäcker ein Brot irgendwie runtergefallen ist oder sowas, weil wir da keinen Bon hatten oder so. Aber trotzdem ist es so, dass wir alle Beträge mit aufgeführt haben. Wir haben auch zum Beispiel die Reifen, die wir hier neu gemacht haben, die Fährfahrten und so weiter und so fort. Alles mit einberechnet. Und das heißt, wenn ihr, ich sag mal, sparsam unterwegs seid, könnt ihr wirklich so, so günstig reisen. Also das Ganze kann man natürlich auf ganz anderem Niveau auch fahren und so weiter und so fort. Aber es ist einfach jetzt genau so, wie wir es geplant hatten gewesen. Und bis auf der kleine Stopp in Griechenland, da haben wir natürlich dann 2,5 Monate gestanden. Da hatten wir keine Spritkosten zum Beispiel. Aber selbst wenn man das noch mitrechnen würde, wären das vielleicht dann eben diese 9.000 Euro, wo wir auf jeden Fall mit gerechnet haben. Und damit sind wir auch sehr, sehr zufrieden. Und da sieht man auch mal wieder, wie sehr günstig das Leben einfach in so einem Fahrzeug ist und wie günstig das Leben auf Reisen sein kann. Weil viele fragen ja auch immer, wie könnt ihr das, wie macht ihr das, wie verdient ihr euer Geld? Das Ganze war eben alles erspartes Geld. Also wir haben beide vorher gearbeitet, haben uns das wirklich erspart, dieses Geld, haben damit die Zeit über sehr, sehr gut gelebt, haben natürlich immer zwischendurch auch noch ein bisschen was gemacht. Das heißt, Julie hatte gute Tätigkeiten, Grafikdesign-Bereich, ab und an natürlich immer nur Kleinigkeiten so. Oder Julie hat ja zum Beispiel ihren Schmuck noch, den sie selber bastelt, sei es die Makramee-Geschichten oder auch die Armbänder, die sehr, sehr gut ankommen bei euch. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja eben YouTube mache über verschiedene Affiliate-Programme, zum Beispiel ein bisschen Geld verdiene. Immer nur ganz, ganz kleine Beträge. Also denkt nicht irgendwie, das hat sich jetzt alles irgendwie völlig selbst getragen. Aber trotzdem spielt das eine große Rolle und auch ihr könnt das schaffen, wenn ihr wollt. Also lasst euch da nicht irgendwie unterkriegen und lasst euch nicht sagen, dass das irgendwie unheimlich viel Geld kostet, so eine Reise. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Ja, genau. Für jeden. Das ist wirklich machbar. Also macht euch da nicht zu viele Gedanken. Habt natürlich einmal ein bisschen Geldpuffer natürlich noch über, also fahrt nicht auf Null oder so. Es kann ja immer mal was passieren mit dem Fahrzeug oder ähnliches. Aber auch da waren wir eigentlich auf der sicheren Seite. Wir wären jetzt niemals mit Null nach Hause gekommen. Also das würden wir einfach gar nicht machen, weil wir Menschen sind, die sich so ein bisschen Gedanken dahin machen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich genug gesagt und auch genug erzählt. Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat und freut euch schon auf die nächsten Videos. Es geht wieder zum Bastel-Content und ja, somit würde ich sagen, schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!